Hallo furchtbare Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid und natürlich sind wir wieder am Start bei einer Erweiterung von Keep the Heroes Out oder auch Helden müssen draußen bleiben, wie es auf Deutsch ja heißt. Und zwar sind die Boss Battles gekommen. Das war ein Kickstarter, der jetzt durchgegangen ist, der ausgeliefert wurde. Und natürlich gucken wir auch gleich mal rein in die Box. Da haben wir hier einmal ein neue Kartenablage. Wie soll man es nennen? Neue Kartenablage Flächen, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir so Crate Token. Wir haben die Rookies, das sind so Helden im Praktikum sozusagen. Und wir haben hier so Roboterplättchen. So, dann haben wir hier das große Battle Book für die Boss Battles. Da ist einmal sind da die Regeln drin und dann sind auch die ganzen Szenarien dafür drin, denn es gibt eine neue Kampagne. Dann haben wir hier einen neuen Raum und dieser Raum ist auch beidseitig bedruckt. Das ist derselbe Raum, nur zu verschiedenen Zeiten gibt es da verschiedene Dinge. Dann haben wir hier ganz fette Kartenblöcke. Einmal den hier, da sind Karten drin für den Gildenstapel und einiges mehr vermute. Ich habe ja auch noch selber nicht reingeguckt. Und dann haben wir hier so Kartenblöcke mit einem Schloss drauf. Und die soll man auch nicht aufmachen, deswegen kann ich euch heute auch gar nichts darüber erzählen. Denn das Ganze ist, wie gesagt, als Kampagne aufgebaut und man muss sich diese Kartenpacks erst freispielen, bevor man dabei gehen darf. Genauso wie hier, da ist auch extra so eine kleine Hand drauf, die das verhindern soll, dass man die aufmacht. So, stopp! Genau, aber jetzt zu diesem Tütchen hier. So, Tüten sind immer gut. Das ist das Stichwort. Kippen wir mal alles aus hier. So, dann haben wir hier den Steintroll. Super cool. Dann haben wir den Königsschleim. Wir haben den Reaper. Und bei dem Reaper bin ich mir gar nicht sicher, ob der Kickstarter Exclusive sogar ist. Dann haben wir hier einen Werwolf. Wir haben die Gorgone. Und wir haben einen Vampirlord. Das sind so die Boss-Viecher irgendwie. So ganz genau weiß ich es natürlich auch noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich denke, das sind die Boss-Monster und man kann die, glaube ich, freispielen, so dass man sie dann auch als Monster irgendwie im normalen Spiel einsetzen kann. So, dann haben wir hier die ganzen Pilzjungs. Das sind die Shroom Troop. Die Shroom Troop ist einfach eine neue Monsterfraktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die können irgendwie die Fähigkeiten von anderen Monstergruppen übernehmen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, weil ich muss es auch erstmal wissen. Dann gibt es hier so Spinnen. Spinnen sind natürlich eigentlich voll eklig, aber wenn man sich die hier mal so anguckt, die sind einfach cute. So, dann haben wir Fledermäuse. Die Fledermäuse sind so die Minions von dem Vampirlord. Da gibt es auch noch extra Regeln zu. Und dann haben wir hier, ich weiß nicht, wo die zugehören. Irgendwie sehen die aus wie belebte Tannenbäume oder sowas. Dann haben wir Werwolf-Welpen, ganz viele. Die sind auch total niedlich. Und wir haben die Rookies. Diese Praktikumshelden, die sind auch ganz witzig, da komme ich gleich auch nochmal genau drauf zurück. So, das sind also die Figuren, ein großer, wichtiger Teil aus diesem Spiel, was dieses Spiel ausmacht, finde ich. Und dann werfen wir einen Blick in das Regelbuch, denn ich bin schon ganz gespannt, wie das alles zusammenhängt, was man alles machen muss, wie dieses Kampagnen-Ding aussieht und so weiter. Gut, als erstes schauen wir uns mal an, wie das mit den Rookies funktioniert. Und zwar wird es so gemacht, dass man ganz normal sein Gildendeck vorbereitet.
Da kommen halt alle Gildenkarten rein, die normalen, die Krieger, die Bogenschützen, die Rogues und die Magier. Und dann schaut man sich an, nach welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Und je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr von diesen Rookie-Karten kommen ins Gildendeck. Und zwar, wenn man auf einfach spielt, 4, das ist dieser Family-Modus, wenn man so auf normal schwer spielt, dann 8. Und wenn man Hardcore spielt, dann 12 von diesen Rookie-Karten. Wenn die gespielt werden, das sieht man hier auch, dann kommt nur ein Rookie in einen dieser Räume. Wenn es mehrere dieser angezeigten Räume im Spiel gibt, dann kann der Spieler sich aussuchen, in welchen dieser Räume er den Rookie stellen will. Jetzt mal angenommen, wir hätten jetzt hier das Schwertsymbol gezogen, dann könnte der Spieler beispielsweise den Rookie hierhin kommen lassen, um sein Monster in diesem Raum zu retten. Denn der Rookie würde es ja sonst angreifen. Was machen die Rookies, wenn sie ins Dungeon kommen? Wir wissen ja alle, dass zum Beispiel die Krieger Ressourcen zerstören, die Rogues Fallen eliminieren und so weiter. Die Rookies sind halt noch Praktikanten, die machen gar nichts, wenn sie ins Dungeon kommen. Aber sie würden natürlich ein Monster angreifen, wenn es da ist. Hier stellen wir den hin. Der kann die Truhe alleine nicht öffnen. Das heißt, er wird erschöpft und bleibt da liegen. So, in seinem Zug kann jetzt später der Monsterspieler hier rüber gehen, den Rookie angreifen, und wenn man den Rookie besiegt, dann darf man sich irgendeine Ressource aussuchen, die der dabei hat, wenn man das hier auf der Karte erkennen kann. Der hat so einen ordentlichen Sack auf dem Rücken, da ist alles Mögliche drin. Und dann nimmt man sich einfach eine Ressource, und jetzt könnte sich der Monsterspieler zum Beispiel dafür entscheiden, eine Münze in diesen Raum zu legen. Die kann er dann vielleicht später noch nutzen, um sich eine Waffe zu craften. Die Rookies kann man natürlich auch in der Guildmasters Revenge Expansion benutzen. Da werden sie nach demselben Muster in das Gildendeck eingemischt, also 4, 8, 12, je nach Schwierigkeitsgrad. Und man kann auch die Rookies upgraden, so wie man die Helden upgraden kann in der Guildmasters Revenge Expansion. Die Anzahl der Rookie-Karten im Gildendeck dient übrigens so ein bisschen dem Ausgleich, denn man spielt dann zwar Hardcore und hat 12 Rookies drin, aber an sich sind die Rookies ja immer besser, als irgendeine Heldenkarte zu ziehen. Und wenn 12 im Gildendeck sind, dann sind ja einfach mehr drin. Ja, und wenn man so einen Rookie besiegt und dann dafür eine Ressource bekommt, und dann kommt man schneller an diese Karten, an die Ausrüstungskarten, und dadurch wird das Spiel für die Monster etwas leichter. Also, die Rookie-Karten werden mehr, wenn das Spiel schwerer wird. So, dann kommen wir zu den neuen Räumen, und da fangen wir an mit dem Guardians Room. Wir haben hier also so Aufpassroboter sozusagen. Die sind allerdings mehr oder weniger außer Gefecht erstmal. Aber wenn man damit spielt, dann kommt hier in den Markt der Gegenstände, die man sich bauen kann, da kommt noch das ganze Deck mit den Gadgets rein. Und es wird gemischt und dann face up in diesen Markt gelegt, und man kann dann, wenn man diesen Raum aktiviert, immer die oberste Karte in sein Deck nehmen, beziehungsweise auf den Ablagestapel. Ihr wisst, beim Deckbuilding erst auf den Ablagestapel, dann ins Deck, wenn gemischt wird. Ne? Gut, was muss man dafür machen? Man muss sich in diesen Raum begeben, und in diesem Raum muss eine Falle sein. Ja, die kann man ja gleich mitbringen zum Beispiel. Und dann aktiviert man den Raum mit einer Aktivierungsaktion. Man verschrottet die Falle sozusagen und nimmt sich die oberste Karte. Jetzt haben diese Karten alle dieses Suchsymbol. Und in diesem Fall darf man dann wenn man diese Karte spielt, sich entweder eine Karte aus seinem Deck suchen, welches dieses Symbol, was hier in der Lupe angegeben ist, zeigen. In diesem Fall ist das das Summon-Symbol, also man kann
hier eine Karte raussuchen, die es einem erlaubt, Monster ins Spiel zu bringen. Oder aber man darf ein Monster ins Spiel bringen und es auch und es direkt eine Aktivierungsfunktion ausführen lassen. Das sind die Guardians und auch der Gadget-Stapel erklärt. Der nächste Raum, das ist praktisch die Rückseite vom Guardian-Raum, das ist der Vortex-Raum. Beide Räume haben übrigens diesen Totenkopf als Symbol, also falls sich im Spiel mal etwas auf den Totenkopfraum bezieht, dann ist die jeweilige Version dieses Raumes gemeint. Der Vortex-Raum hat eine neue Fähigkeit zu aktivieren, und zwar kann man hier für ein Monster, das man aus diesem Raum aus dem Spiel nimmt, kann man eine Karte entweder aus dem Ablagestapel oder von seiner Hand aus dem Spiel in die Box zurücktun. Das heißt, man dünnt sein Deck ein bisschen aus. Wenn wir jetzt mal annehmen, die Ratten hier sind mit ihrer Schwarmaktion alle in diesen Raum gelaufen und jetzt aktivieren wir den, nehmen drei Ratten aus dem Spiel, die können wir natürlich dann irgendwann wieder reinbringen, aber erstmal sind sie raus und jetzt können wir sagen, wir würden gern diese drei Karten von der Hand rausnehmen oder wir können sagen, hier vom Ablagestapel, da möchten wir diese drei Karten gerne aus dem Spiel haben, einfach um unser Deck auszudünnen. Das kann anscheinend irgendwie mal besser sein, als viele Karten im Deck zu haben. Beispielsweise, wenn ihr richtig gute Equipments oder Monster schon gebaut und gezüchtet habt, dann kann es cool sein, wenn ihr ein paar von euren Basic-Karten mal raushaut, damit die eben öfter gespielt werden. Ja, und das ist auch schon der Vortex-Raum gewesen. Dann gibt es auch hier die epischen Helden. Die erkennt ihr daran, dass sie oben eine 20 auf der Karte haben. Und hier unten könnt ihr auch sehen, die sind nochmal extra stark. Die haben dann nochmal andere Fähigkeiten. Hier ist es allerdings jetzt so, dass auch immer nur einer von denen in einem Raum gespawnt wird. Und wenn es mehrere Räume davon gibt, von dem, was hier angezeigt wird, dann kann sich der Spieler aussuchen, in welchem Raum das gespawnt wird. Und von diesen epischen Helden gibt es jetzt auch hier mit der 30 die epischen Rookies. Das sind dann die Champions geworden. Ja, und die Champions haben die Fähigkeit, solange sie in einem Raum sind, müssen sie als erstes angezielt und besiegt werden, bevor andere Helden angegriffen werden. Und auch die hinterlassen dann eine Ressource, wenn man sie besiegt. Das Ganze könnte jetzt so aussehen, wir haben hier den Bogenschützen, den Rogue, zwei ganz normale Helden und wir haben den epischen Rookie, dem geben wir jetzt mal drei Lebenspunkte, denn die hat er. Und dann schauen wir uns mal an, wie man damit spielen könnte. Jetzt könnten die Ratten zum Beispiel diese Karte hier spielen und würden mit allen Ratten in dem Raum die Helden angreifen. Ja, das sehen wir, alle greifen an im Nahkampf. Wir müssen den Rookie angreifen, das heißt, wir nehmen ihm zwei Leben weg, aber er ist noch am Leben, deswegen können wir die beiden gar nicht angreifen. Das heißt, in diesem Raum könnten wir jetzt zum Beispiel diese Karte dann spielen, da können wir drei Fernkampfangriffe machen, das heißt Angriffe über die Entfernung von einem Raum. Und jetzt können wir ihm den letzten Lebenspunkt mit einem wegschießen, dann den Rogue erledigen und schließlich die Bogenschützen ausschalten. So funktionieren diese epischen Champions hier. Die anderen epischen Helden kennt ihr vielleicht schon aus der Grundkampagne. Die haben zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, wenn sie in den Dungeon kommen, auch noch eine Fähigkeit, die triggert, wenn sie sich in einen Raum bewegen. So viel zu den epischen Helden. So, wie funktionieren denn jetzt eigentlich diese Boss-Battles? Denn die Erweiterung heißt ja auch Boss-Battles. Und das ist natürlich in diesen Szenarien von Boss zu Boss verschieden. Und das Ganze funktioniert dann so,
im Szenario für die Wave 1, also die erste Welle, die ihr im Szenario spielt, ne, das wäre dann ja hier so, wenn der Stapel durch ist, dann wird das Ding geflippt und Wave 2 beginnt. Vorher gibt es schon extra Regeln für dieses Szenario. Die findet ihr dann immer in der Beschreibung und die greifen halt während der ersten Welle schon und bereiten euch sozusagen seelisch auf den Boss vor. Zum Beispiel können sich Räume ändern, dass die ein anderes Zeichen kriegen, anstatt zum Beispiel den Zauberhüten, wird daraus ein Sonderraum, das ist dieses Blitzzeichen, und vielleicht wird dann auch irgendwie die Fähigkeit des Raumes ausgeschaltet. Also dann könnte man in einem Zauberraum eben keine Schriftrollen herstellen oder so. Was noch passieren kann, ist sowas, das Token auftauchen im Fall der Gorgone. Jetzt zum Beispiel das goldene Ticket. Das goldene Ticket bestimmt dann immer, was in bestimmten Räumen bei bestimmten Situationen passiert. Das will ich jetzt aber nicht alles spoilern, da sich das alles in den Szenarien dann wiederfindet. Und es ist ja viel spannender, wenn ihr das noch nicht alles wisst. Außerdem gibt es meistens irgendwelche Dinge, die schon so ein bisschen präpariert werden müssen für diesen Bosskampf, damit man ihn besser gewinnen kann. Wenn man jetzt dann das Deck für die zweite Wave fertig gemacht hat, spielt man erstmal weiter, passieren auch noch so ein paar Dinge, aber dann spielt man erstmal los und nachdem man die ersten Bosse, die ersten Hero-Karten dann getriggert hat, dann kommt dieses Ding hier ins Spiel, dann wird der Boss-Kartenstapel gemischt und hier draufgelegt. Und dann wird immer dieses hier getriggert. Das bedeutet, der Boss hier, die Gorgone in diesem Fall, erscheint in dem Raum, wo das goldene Ticket liegt. Das ist so ein Token, den kann man im Dungeon hin und her bewegen. Und sie reaktiviert alle Helden, die in diesem Raum dann sich befinden. Dann wird die erste Bosskarte gespielt. Und da unten sieht man dann, was dann passiert. Das wird in dem Szenario dann auch nochmal genau beschrieben. Dieser Bosskartenstapel, der wird nie leer. Karten, die absolviert wurden, kommen einfach wieder drunter. Wenn das Ding allerdings leer ist, ist das Spiel trotzdem vorbei. Wenn man den Boss bis dahin nicht besiegt hat, hat man natürlich verloren. So, was passiert jetzt hier? Wenn wir dem Boss Schaden machen, dann legen wir diese Schadensmarker immer schön hier oben drauf. So lange, bis wir 5 zusammen haben. Dann nimmt man sie alle wieder runter und legt einen hier oben auf diese 5 drauf. Ja? Und wenn man dann 15 Schaden gemacht hat, in diesem Fall bei der Gorgone, dann hat man die Gorgone besiegt. Kommen wir jetzt zu der Shroom Troop. Und wir zeigen die Shroom Troop jetzt mal ein bisschen nur als Beispiel für all die Monster, die man in den Szenarien der Kampagne freischalten kann, um sie dann als Monster auch spielbar zu machen. Man kann das auch machen, wenn man die Szenarien als One-Shot spielt, aber diese Box ist tatsächlich sehr darauf ausgelegt, sie als Kampagne zu spielen. Also daher jetzt nur, weil ich sie anfangs so erwähnt hatte, die Shroom Troop einmal für euch. Da ist es so, wenn einer von den Troopern in einem Raum mit einem Frosch ist, dann kann er seine Spezialfähigkeit so einsetzen und diesen Frosch konsumieren und dann eine der Aktivierungsfähigkeiten einer anderen Monstergruppe einsetzen. Das wäre dann hier zum Beispiel, wenn er sich für die Lizards entscheidet, dann können die Shroom Trooper eine Fernattacke machen. Also nur die Shroom Trooper in dem Raum, in dem der Frosch gegessen wurde. Oder sie könnten zum Beispiel die Fähigkeit des Poltergeistes anwenden und sich durch eine Wand bewegen. Oder sie könnten beispielsweise die Fähigkeit der Schleime einsetzen und eine Karte ziehen.
Ne, das können Sie dann zusätzlich als Aktivierung, wenn Sie auf Ihren eigenen Karten eben so einen Finger, also das Aktivierungssymbol, haben. Genau, das können dann die Shrooms und dann gehen wir auch schon weiter zum nächsten Thema. Ich hatte ja von den Crate Token gesprochen. Und diese Crate Token, die können einfach rumgeschleppt werden, genau wie andere Dinge, wie andere Ressourcen zum Beispiel. Und die werden einfach manchmal wichtig für irgendwelche Szenarien. Anders ist es nochmal in der Vorbereitung von manchen Szenarien. Da könnte es nämlich passieren, dass mit diesen Crate Token die Raummarkierungen verändert werden können. Da wird hier aus dem Schwertraum plötzlich ein Augenraum oder aus dem Schwertraum ein Specialraum. Es kann auch passieren, dass aus einem Raum noch ein anderer Totenkopfraum wird. So. Natürlich kann man, wenn das keine Crate Token sind, sondern Markierungstoken für die Raumtypen, dann kann man die nicht durch die Gegend schleppen. Ja? Man kann nur die Crates durch die Gegend schleppen. Dann kommen wir noch zum Sparkling Guardian, unserem Unicorn hier, unserem Brettspiel-Pony, hätte ich schon fast gesagt. Schöne Grüße, Dirk. Ja? An unser Einhorn und zu unserem Einhorn. Und dieses Einhorn hat eine besondere Fähigkeit. Es kann nämlich bunte Häufchen instanten legen. Und wenn man diese Häufchen aktiviert, das können nämlich dann andere Monster vorbeikommen so und die können dann dieses Häufchen aktivieren mit einer Aktivierungsaktion allerdings, ja, dann wird das umgedreht und dann können sie diese Aktion darauf ausführen. Und in diesem Fall könnten sie eine Ressource entdecken, nämlich ein Gold oder ein Buch. Es gibt auch noch die Möglichkeit, zwei Felder gehen zu können. Sie können sich um ein Herzchen heilen. Das macht jetzt bei sowas wie einer Ratte nicht so richtig viel Sinn. Oder Sie können eine Karte ziehen. Das Ganze wird so gespielt. Immer wenn das Unicorn eine Aktion ausführt, so eine Aktivierung, dann kann sie einen ihrer aufgedeckten Token auswählen und den dann so rum ins Dungeon legen. Wird das Ding aktiviert von einem anderen Monster, dann wird er selbstverständlich rausgenommen und umgedreht in den Vorrat zurückgelegt. Den kann es jetzt nicht mehr aktivieren. Ja, es kann jetzt noch die anderen reinlegen. Zu Beginn jeder neuen Runde werden dann die Token wieder umgedreht und können erneut in den Dungeon gelegt werden. Entschuldigung. Das, ja. So funktioniert jedenfalls der Sparkling Guardian. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen schönen Karten. Und ja, ne, also das sind so die Aktionen, die das Unicorn alles machen kann. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Mir ist nochmal aufgefallen, als ich mir diese Regeln durchgelesen habe, wie viel ich eigentlich verpasst habe, weil ich die alte Kampagne nicht gespielt habe. Ich habe immer nur One-Shots gespielt und oft waren es auch die gleichen ersten paar Szenarien, weil ich es immer mit unterschiedlichen Leuten gespielt habe und mir nicht die Zeit hatte, auch oder eben immer dieselben Leute zusammen hatte, um diese Kampagne zu spielen. Das würde ich allen nochmal empfehlen, die es noch nicht gemacht haben. Vielleicht sogar bevor ihr bei Boss Battles einsteigt. Aber wie das so ist, wenn man was neu hat, möchte man auch das Neue spielen, richtig. Aber ich werde auf jeden Fall diese Kampagne nachholen jetzt. Und dann vielleicht auch mit den neuen Monstern aus der Boss Battle Erweiterung. Denn das geht auch. Ihr könnt die alten Szenarien dann auch mit den neu freigeschalteten Monstern spielen. Vielleicht wollt ihr dann auch die Kampagne nochmal spielen oder nachholen und dann die neu freigeschalteten Monster benutzen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt die alten Szenarien in Boss Battles umwandeln. Das wird hier in dem Regelbuch auch nochmal gut erklärt. Und zu guter Letzt ist da auch noch eine 6-Spieler-Variante drin.
das wirst dann noch mal so, dass Leute zusammenspielen irgendwie in Paaren. Das schaut ihr euch bitte selber an, wenn ihr die Kampagne aufmacht, hier das, die Box aufmacht. Ja, und das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne die Daumen nach oben. Das ist immer ganz wichtig für uns. Es pusht den Kanal, es zeigt uns, was euch gefällt, dann können wir mehr davon machen und natürlich macht uns das dann auch Freude. Abonniert den Kanal natürlich bitte und aktiviert auch die kleine Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Seid dabei, bleibt gesund, euer KidZero.